Hallo, hier ist der Mimons Gaming Heaven aus gegebenen Anlass aufgrund diverser schriftlicher Erfahrungen jetzt wieder in Oliver Hermanns Livestream und Chat habe ich mich kurzfristig dazu entschlossen, das Social Gaming Projekt nicht durchzuführen. Denn sonst kehrt nie Ruhe ein in mein Leben und das geht immer weiter so und das gebe ich mir nicht. Tja, bedankt euch bei den Herrschaften, die in Oligos Chat und Livestream das Sagen haben, die da geduldet werden und die, wie ihr euch denken könnt, mich schriftlich wieder angegangen sind und sogar meine Mutter erwähnt haben bei ihrem richtigen Namen, Geburtsnamen. Dazu sage ich nur so viel. Kommt mir und meiner Mutter je zu nahe und ihr werdet Hölle für euch in euren eigenen Leben ganz neu definieren müssen. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Und da mein Fall hier lückenlos dokumentiert ist, und auch jedermann in der YouTube- und Internet-Community mitbekommt oder mitbekommen hat, wie weit ihr dieses perverse, diabolische Spiel gegen mich und meine Mutter getrieben habt, bis in unsere realen Leben hinein, laufe ich auch nicht Gefahr, irgendwo zu landen oder mich verantworten zu müssen. Denn solltet ihr Hyänen, ihr Monstren in Menschengestalt, je die Grenze überschreiten, und versuchen, Hand an mich oder an meine Mutter zu legen, dann kommt das einem Todesurteil gleich für euch. Und dann werden die anständigen Bürger dieses Landes, die Zivilgesellschaft mit Zivilcourage, die guten bis sehr guten Menschen mir eher auf die Schulter klopfen, als mich verurteilen oder sagen, der gehört doch weggesperrt, der ist gemeingefährlich. Ich mache nur das, was schon längst überfällig ist in diesem Land und vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Mit meinen bescheidenen Möglichkeiten, die so bescheiden auch nicht sind, auch wenn ich nicht so aussehe, die Gesellschaft vielleicht ein Stück weit von, ja, mentalen Missgeburten wie euch zu befreien. Die denken, sie könnten hier so ohne Grenzen ihren Terrorismus und ihre Perversion und Boshaftigkeit ungestraft in den Weiten des Netzes und in der Realität von Bürgern ausleben. Ja, bedankt euch bei den Protagonisten, bei Oliver Hermann. Es wird nichts mehr mit diesem Social Gaming Projekt. Ich habe das zwar ernst gemeint seinerzeit, aber das gebe ich mir nicht. Ich mach's wie andere YouTuber auch. Wenn euch mein Gaming-Kanal in Zukunft professionell aufgenommen mit dem Videograbber die Videospiele, die ich vorstelle, gefällt, könnt ihr gerne auf mein bekanntes PayPal-Konto spenden, kleinere oder größere Beträge. Davon kann ich dann das eine oder andere neue oder auch gute, gebraucht erhaltene neue Spiel holen. Und wenn nicht, lasse ich es eben bleiben. Ja, also ich mache mir da gar keinen Kopf mehr. Und wie gesagt, Social Gaming ist geplatzt. Ja, unter solchen Vorzeichen dann doch nicht. Und das hat nichts mit Ambivalenz zu tun und auch nicht mit mangelnder Standhaftigkeit. Das ist Vernunft, Intuition und meine mir eigene Weisheit. Ja, die ein gewisses Fundament hat und die ich mir auch nicht nur einbilde. Ihr nicht. Ihr pisst mir und meinem Leben nicht mehr ans Bein. Keiner von euch. Und ihr habt keinerlei Stimme in meinem Leben. Und wer sich das einbildet und mal real hier aufschlagen sollte, ich brauche nicht weiterzusprechen. Und gewisse Herrschaften in der YouTube-Community müssen sich jetzt warm anziehen. Da kommt noch einiges real juristisch gesellschaftlich aus meiner Richtung. Und es gibt kein Entkommen für niemanden von euch. Wollen wir mal sehen, wer hier einfährt und wer wirklich in ein forensisches Gefängnis kommt oder in die forensische Psychiatrie. Ich mit Sicherheit nicht. Wenn dann Leute wie ihr, und zwar reihenweise. Ich empfehle mich, euer Mimons Gaming Heaven. Und die Woche geht es dann noch etwas zaghaft, aber umso freudiger los mit dem unverbindlichen Hochladen von Videospielen aus meiner Sammlung. Gut aufgenommen und vor allem semi-professionell mit dem Videograbber, der jetzt in den nächsten 2 bis 4 Tagen eintrudeln sollte. Freut euch drauf oder lasst es bleiben.